meine letzte Luft. John Kallenbach, ich bin 37 Jahre jung. Ja, ich mache seit 20 Jahren Kickboxen. Seit 2015 trage ich den WKU-WM-Titel und ja, freue mich jetzt natürlich, bald den WM-Titel erneut verteidigen zu dürfen gegen einen sehr, sehr starken Gegner und ich bin echt einfach nur gespannt. Das war mit 17 Jahren und ja, ich konnte damals mit Boxen und so überhaupt nichts anfangen. Habe aber irgendetwas gesucht, ja, wo man sich ausbauen kann. Bin früher sehr, sehr viel Skateboard gefahren und habe dann, wie gesagt, das erste Mal an so einem Training teilgenommen und habe wahrscheinlich Glück gelegt. Ja. Ja, mein erster Sieg hat sich gut angefühlt, aber ich wusste echt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe gesagt, okay, ich bereite mich auf so einen Kampf vor. War natürlich auch gleich ohne Schienbeinschoner und hätte mir jemand gesagt, dass das danach alles wehtut, hätte ich meine Frau nicht zum Konzert einen Tag später eingeladen, weil da konnte ich überhaupt nicht. Wenn man direkt von all den Titeln und so redet, das ist natürlich 2012 das erste Mal im Profibereich Weltmeister zu werden, schon was ganz Großes, weil ich kannte damals Gürtel nur aus dem Fernsehen und dass man dann plötzlich selber so einen Gürtel besitzt, ist natürlich eine sehr, sehr große Errungenschaft gewesen. Und wenn mir jemand dann mal gesagt hätte, du hast irgendwann mal sehr viele von diesen Gürteln, dann ist es natürlich umso schöner, einfach darauf blicken, das zu sehen. In erster Linie meine Frau. Weil man sieht immer nur mich als Person im Vordergrund und was hinter mir passiert, das sieht man nicht. Und meine Frau ist da ein ganz, ganz großer Aspekt. Und da bin ich ja wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin meinen Söhnen sehr dankbar, weil ohne die familiäre Unterstützung würde das alles nicht funktionieren. Was bedeutet für mich die Kampfschule? Dass ich Menschen zeige, dass man offen miteinander umgehen kann,
wenn viele Kampfsport hören, denken ja doch viele, oh, das ist ganz schön brutal. Wir ringen es aber hin. Der jüngste Teilnehmer in unserer Boxschule ist 4,5, der älteste ist 62. Und ihr lernt sich Menschen kennen, die sich vielleicht im Alltag nie begegnen würden, die sich gar nicht die Chance oder die Möglichkeit geben würden, sich kennenzulernen. Und das ist das sehr, sehr Positive an der ganzen Geschichte. Wir ringen es gerade bei Kindern mit, dass Menschen sich kennenlernen müssen, weil ohne Vorurteile, Respekt voneinander. Und ich glaube, dadurch kriegen wir sehr, sehr viele Menschen zusammen. Und das ist Kampfsport. Ich glaube, die Schule zeichnet einfach aus, dass wir sind, wie wir sind. Weil es gibt viele Menschen, die versuchen einfach nur vom Papier irgendwas beizubringen und sagen, so und so muss es sein. Ich glaube, weil wir das Ganze familiär einfach aufziehen und wirklich für jeden da sind, wie es manche einfach nicht erwarten. Wir haben eine Kampagne, die heißt Courage gegen Drogen, die ja von der Sparkasse mit unterstützt wird, um Jugendlichen einfach zu zeigen, macht etwas Sinnvolles in eurer Freizeit, Finger weg von Drogen. Ich meine, Alkohol, Rauchen, da brauchen wir alle nicht drüber reden. Das ist leider so, wie es ist. Das ist auch in der Gesellschaft zu sehr anerkannt. Gerade Alkohol, man kann es überall herkriegen und wie viel, ja, Alkoholiker, es gibt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wie gesagt, es gibt noch viel, viel schlimmere Drogen. Das heißt, wir fangen mal bei Crystal an, wo wir einfach Jugendliche einfach darüber aufklären müssen. Lasst die Finger davon, macht aus eurem Leben ein Stück weit mehr, weil da gibt es definitiv ein schlimmes Ende. Das ist einfach so. Wenn man einfach mal die Zahlen sieht, wer von 10 Abhängigen davon loskommt, dann sind es überhaupt nur ein Halb, die davon nicht wegkommen. Und das ist halt sehr, sehr schlimm. Die Fight Night ist mittlerweile ein Familientreffen. Also es ist mittlerweile so, dass auch da der jüngste Teilnehmer 6 Jahre ist und wahrscheinlich der älteste 91. So war es jetzt die letzten 2 Jahre und plötzlich ist das ein Familientreffen. Also die Leute, die Zuschauer, die erleben einen Abend natürlich mit Kampfsport, aber lernen den Kampfsport ganz, ganz anders kennen, weil man plötzlich einfach sieht, wie respektvoll man miteinander umgeht. Gerade in Sachen Sponsoren und so, ja, man lernt ja doch sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Firmen kennen. Und mittlerweile sind da auch viele Freunde entstanden, weil ansonsten ohne die Sponsoren 2020 würde so eine Veranstaltung definitiv nicht stattfinden. Wir dürfen weniger Leute reinlassen. Wir haben ein komplettes Konzept erstellen lassen, was natürlich alles Geld kostet, ein Konzept erstellen lassen. Wie viele Menschen dürfen wir reinlassen mit Sicherheitsabstand, mit Desinfektion, mit Einbahnstraßenregelungen, mit der Bar und so weiter und so weiter. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die mir da wirklich den Rücken stärken. Und die Sponsoren, unter anderem Heizungsbau Bernhard Uwe Oldenburg, um nur 2 von ganz vielen zu nennen, die mich von Anfang an unterstützt haben bei diesen Projekten, bei diesen Veranstaltungen, weil sonst würde das nicht funktionieren. Und ich denke, die würden mich auch 2020 nicht unterstützen in dieser Art und Weise, wenn sie nicht wüssten, dass das Hand und Fuß hat, was wir machen. Also die Titelverteidigung oder die Vorbereitung auf diesen Kampf läuft sehr, sehr gut. Wir haben gemeinsam einen Trainingsplan erstellt. Sebastian Koch, ein Trainer aus der Mikroski- und Thai-Box-Schule, hat da wirklich sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und die Vorbereitung läuft wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wenn man davon reden darf, bin ich, denke ich, fitter denn je. Jeder für sich betreibt einen Teamsport. Er formt ein Team im Ring, am Ring und außerhalb des Rings, eben auch in der Boxschule. Und das macht, finde ich, diese Boxschule besonders.
Ich war die ganze Zeit nicht viel aufgeregt, weil ich eine Hammer-Vorbereitung hatte, 12 Wochen lang. Wir haben uns jeden Tag, 6 Tage die Woche drauf vorbereitet. Super durchgeplant, da nochmal ein Danke an unseren Trainer Sebastian Koch, der das einfach uns ermöglicht hat und uns da geholfen hat. Aber wie gesagt, ich war nicht viel aufgeregt, weil wenn es nicht klappt, dann kann ich mir nicht vorwerfen, dass es an der Vorbereitung lag oder so. Sehr aufgeregt. Es passiert, gell? Ich glaube, dass wir es geschafft haben, dass Menschen, die mit Kampfsport nichts anzufangen wissen, danach Kampfsport-Fans sind. Ja, genau, normal. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Normaler Wahnsinn. Also es ist unverändert wie immer. Okay. Unverändert. Es fühlt sich so an, als würde ich heute das erste Mal kämpfen. Ja? Ja, es ist immer so irgendwie, dass du irgendwie aufgeregt bist, was passiert, wie wird. Ja. Okay. Obwohl du eigentlich weißt, wie der Ablauf ist, gell? Ja, aber immer irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich weiß. Ja. Wie ist der Rest? Wie geht's dem? Ich denke, sind alle gut drauf, fühlen sich alle fit und Jetzt können wir nur das Buch schreiben. Okay. Jawohl. Wir sehen uns dann, gell? Du rufst dich an, wenn du zurück. Hab genau. Okay, hab dich lieb, gell? Bis nachher. Ciao, ciao. Fight Night willkommen heißen. Wir starten mit unserem ersten Kampf. K1 in der Klasse bis 48 Kilo. Der Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 2 Minuten. Er kommt von der Invictus Kick- und Thai-Box-Schule Saalfeld. Frieder Müller! In der roten Hose legt hier schon gut los und auch technisch sehr versiert. Setzt dann ein Lockpick an. Guter Uppercut. Jawohl, sehr schön. Die rote Ecke von der Invictus Kick- und Thai-Box-Schule Saalfeld. Ans! Der Kampf größer geht die Aufregung. Genau, erster Kampf und sofort gewonnen. Mit TKO. So, das ist die Devise. Und schön nochmal zum Kopf getroffen. Und neue Invictus Championess bis 64 Kilo. Die Ruhe!
rote Ecke, Christine Geisler! Arbeitet hier auf dem Bein. Die rote Ecke! Gesagt, halbe Minute noch. Fabio, the Brave Falcon! Aus Saalfeld, Chan, die Hessen, Kampf heißt es. Ringfight zur ersten Runde, Round 1. Auf geht's. John eröffnet. Jab. Linker gerade. John kämpft aus der rechten Auslage. Hälfte wiederum. Halbzeit. Runde 3. Okay. Jawohl. Ballenbach geht voran. Linker harter Kick. Linke Hand hinterher. Aber Erkan ist ein alter Hase. Der kann auch sicherlich viel nehmen. Und schon animiert nochmal die Halle. Und die Halle. Ja, schön. Kommt mit. Ja, schöne Geste hier nochmal. Zur Final Round. Danke an alle Sponsoren, danke an meine Freunde, an mein Team für die super Veranstaltung. Ich denke, wir haben ein Denkmal hinterlassen. Grüße. Natürlich muss man erstmal alles realisieren, was gestern passiert ist. Es war gestern echt ein Abenteuer, natürlich die erste große Veranstaltung in Deutschland, Indoor, nach Corona und während Corona, das natürlich ein großes Abenteuer war. Aber es war echt einfach nur der Hammer. Also es haben sich alle Gäste wirklich nach den Vorschriften gehalten. Es hat jeder seinen Mundschutz auf, sie haben Abstand gehalten. Es war alles wirklich eine super gelungene Veranstaltung. Wir sind da sehr, sehr stolz. Ich möchte dem John ganz ausdrücklich danken. Der hat nämlich angefangen mit der Organisation für diese Fight Night, als ihn alle für verrückt erklärt haben. Als alle gesagt haben, das wird sowieso nichts und diese Veranstaltung kann nie und nimmer stattfinden. Er hat den Mut gehabt, er ist ins Risiko gegangen, er ist dafür belohnt worden. Dafür denke ich einen ganz großen Applaus und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön.
Als erstes möchte ich mich beim Invictus Fight Night Team bedanken für die hervorragende Arbeit. Seit circa 6 Monaten versuchen wir alle hier wieder eine Veranstaltung auf die Beine zu bekommen. Eine Veranstaltung genau wie hier. Es ist aber wirklich keinem gelungen, außer John Kallenbach mit seinem Team. Wie er das geschafft hat in dieser schwierigen Zeit, ist mir ein Rätsel. Aber dass er es geschafft hat, zeigt vielmehr seinen Kampfgeist und seine Größe. Ein wahrer Champion, das durchzuführen. Das Highlight an dem Abend, also ich glaube, das ist schwer wirklich auf einen Punkt zu bringen. Ich finde diese gesamte Feierlichkeit, diese gesamten Emotionen, die Gefühle und alles, was sich körperlich in diesen Stunden, in diesen wenigen Stunden abgespielt hat, das ist einfach nicht zu beschreiben. Also man kann wirklich das Wort unbeschreiblich nehmen, weil es war einfach unfassbar, wie viel Freude, Wut, Trauer, Glück, alles, was einen durchströmt hat in der gesamten Zeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich finde, das kann man bei keinem Fußballspiel, bei keiner Feier. Und ich habe noch bei keiner anderen Veranstaltung sowas erlebt, dass ein solches Gefühlschaos im positiven Sinne an einem Abend eben begleitet hat, beziehungsweise gestimmt hat. Also die ganze Veranstaltung, gerade die Freude, dass die auch zu der Zeit stattfinden konnte, war einfach enorm. Die Kämpfer zu sehen, dass die Kämpfer, die man 12 Wochen lang restlos jeden Tag betreut und vorbereitet hat, ihre Leistung abrufen konnten und ja, dass einfach der Abend so zwischenfallslos, sage ich jetzt mal, über die Bühne gegangen ist und zu diesem Zeitpunkt eben stattfinden konnte, trotz Corona, ich nehme das jetzt einfach mal rund, dann ist, glaube ich, einfach ein absoluter ultimativer Sieg. Und da ist Sieg, Niederlage, Ring, wird nicht entscheiden. Jeder hat seinen Mann gestanden oder seine Frau, je nachdem, und hat wirklich an dem Teil gezeigt oder an dem Abend gezeigt, dass er ein Teil von was ganz, ganz Großes ist. Wow! Wow! Das war total krass! Das war total krass!